Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Die Zeiten sind Symbole eingraviert, der Tränen. Ach, die müssen richtig sein, das sehe ich gerade. Okay, warte. Nein. Immer noch weiter. Und noch eins weiter. Jo. Okay. Gut, haben wir das auch. Haben wir das auch geklärt. Ich nehme jetzt auch mal dieses Metallobjekt mal mit. Ja, im letzten Part wurde jemand ermordet. Ich glaube, er hieß Enrico. Und er hat gesagt, von einem Verräter der Stars. Und für die, wo wir Resident Evil 5 Let's Play gesehen haben, wissen das bereits, wer der Verräter natürlich ist. So. Ach, das ist ja wunderbar. Wo war das? Wo war jetzt nochmal? Hier. Wie viel? Achso, ja. Eine Reihe blinkender Knöpfe, einen davon drücken, okay. Eins. Zwei. Drei. Wow. Passiert nichts. Ehrlich? Ah, ich weiß wie. Oh, jetzt muss ich das wieder drehen oder was? Ich muss das so, wie das da halt. Ja. Wie die hier auf der Reihenfolge stehen. Ach so. Vier, zwei, drei, eins. Ja. Vier, zwei, drei und eins. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Ja, ach, schau mal einen an. Hier ist ein Aufzugschalter drücken. Oh ja. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Ja, ihr könntet doch wieder rausklettern, aber ja, gut. Das ist wahrscheinlich stilvoller für euch, oder? What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. Bullshit. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Bullshit, Barry. Okay, hier ist eine Inventarbox. Müsste hier doch irgendwo eine Schreibmaschine sein. Vielleicht haben wir hier unten ja Glück und finden sogar eine. Na gut, dann halt nicht. Hä? Warum ist hier dann eine Inventarbox? Sonst hatte ich das immer andersrum. Dass ich nur eine Schreibmaschine hatte. Ja, wow. Oh, das will ich doch nicht. Und nicht, dass wir das jetzt unbedingt brauchen. Man weiß ja nie, was einen jetzt hier erwartet, ne? Mhm.
Aber warum gibt es hier keine Schreib? Also nicht das. Aber warum dann eine Inventarbox? Oder ist die hier? Nein! Das ist seltsam. Ach du Scheiße. Ach du dickes Ei. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Guck dir dieses Vieh, was uns mal eingefangen hat. Barry, da ist ein Monster. Barry! Ernsthaft? Oh, er ist der Verräter. Ich will mich aber nicht mit dem Ding anlegen. Ja, kurz rechts, ne? Jetzt ist es links. Geh ich halt jetzt nach rechts. Hier ist ein Hebel, den aktivieren wir aber noch nicht mal. Hä? Okay. Hä? Wo bin ich hier denn? Ach du Scheiße! Doch, hier waren wir gerade, verdammt. Da schon nach links. Ja, toll. Hab ich ja nie gesehen da unten sehr. Ist nicht so. Wir brauchen die Kurbel. Weißt du, dann lege ich sie gerade weg. Ach komm, da muss doch was mit gehen, bitte. Ah, okay, ups. Man braucht doch keine Kurbel. Ey, nimm mich doch auch mit. Obwohl, ich weiß ja gar nicht, wo das lang geht. Ah. Da muss ich wahrscheinlich wieder zum Anfang. Es geht wahrscheinlich zum einer Stunde Anfang zurück. Ja, geil. Los wieder an der an dem da vorbei. Oder an ihr. Ich glaube, es ist eine sie. Ist es nicht sogar Lisa? Doch. Lisa Trevor, die Tochter. Eigentlich schon traurig, ne? Aber irgendwo macht sie mir gerade echt Angst. Oh nein, ey. Du willst bestimmt nicht mein Freund sein. Oh, gehe ich gerade zum Anfang zurück? Lacker. Warum gibt es hier keine Schreib? Jetzt würde ich echt lieben gerne abspeichern, so, aber das darf ich anscheinend nicht. Ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, wann das wieder vorkommt oder so, was in der Art. Ach, kann man das da zerdrücken? Da ist irgendwas in der Box drin. Müsste das sicherlich dann auch zerstört werden? Na ja, egal, wir gucken mal. Ein Müllschlucker, das ist ein Schalter. Ja, das hat jetzt was gebracht, oder? Tatsache, what the fuck, ein Flammenwerfer. Hä? Okay. Und warum nicht? Defekter Flammenwerfer, ja, wow. Weißt du, das hat jetzt gerade komplett meine Freude gerade ruiniert. Ach Spiel, gib mir noch einen Flammenwerfer, dann kann ich mich auch gegen Lisa verteidigen.
Wo ich mich gar nicht gegen die verteidigen, weil ich glaube, die kann man eh nicht killen. Wir haben auch noch genug Heil-Items, weil sie so einen schlägt. 4 Stück. Das sollte eigentlich reichen. So, jetzt aktivieren wir mal den Hebel. Egal welche Richtung jetzt geht, da wird sie stehen. Ja, wusste ich's doch. Kommt sie mir jetzt auch hinterher oder was los? Ja, sie kommt mir hinterher. Zumindest versucht es. Hier ist eine Art Hebel, ja. Können wir da jetzt vielleicht den Flammenwerfer reinlegen? Ja, wo ist denn das? Oh. Nein! Geh weg! Hä? Ja, wo waren das überhaupt? Hä? Ich habe eine Vermutung, wo es vielleicht ist. Weil wir sind noch einen Weg gegangen und da ging es zum Anfang, aber da gab es noch einen anderen Weg, glaube ich zumindest mal. Sei nicht hier. Runter. Och, das gibt's doch nicht, oder? Was ist denn mit dir? Nein, ganz falsch. Du sollst davor stehen, du blöde Kuh. Was ist denn mit dir? Ja, die steht nicht richtig davor, die ist dumm. Los, rein da jetzt. Oh. Alter, war das knapp, Junge. Hätten Game Over werden können noch. Was ist das denn jetzt hier? Ein Zimmer? Ja, Zimmer. Eine riesige Sammlung aller Arten von Puppen. Die sind alle verblasst und abgenutzt. Vielleicht. Ja, und Jill ist erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Ah, geh weg. Schmuckkasten. Nein, ich will den nicht verwenden. Ich wollte ihn auch nicht verwenden. Wir haben folgende Steinring. Ein Familienfoto und Notiz. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Was verabreicht Jessica? Ich glaube, das war die Mutter. Virus Typ A. Das funktioniert negativ. Lisa, Virus Typ B. Ja, das ist krank, Alter. Das ist so krank, was Umbrella hier gemacht hat. Okay, ja, das konnten wir kombinieren. Ja, wir haben ja noch einen Ring, ja, noch, ne? Ja. Mal gucken, wie da hinkommt. Hier zurück zur Villa. Okay, das ist noch grünes Kraut und ein blaues Kraut. Das heißt, das brauchen wir. Und es wäre nicht schlecht, wenn wir das haben. Ne? Aha. Dann kombinieren wir das mal. So. Wo bin ich? Geht gar nicht lang. Ups. Dann geht's hier lang. Mhm, eine Leiter. Wo kommen wir jetzt raus, bitteschön? Vielleicht bei ihrem Haus. Ich meine, wenn es ihr Zimmer ist. Tatsache. Das hätte mich nämlich sonst gewundert, weil ich meine, das ist doch ihr Zimmer. Nicht wahr? Und hier können wir sogar noch safen. Wie schön ist das denn? Na gut. Ah. Ja, jetzt bin ich, bevor ich es noch vergesse. Fahrband. Jetzt darf ich abspeichern. Jetzt habe ich es mir verdient. Ich will nicht nochmal gegen hier dieser Trevor da was machen. Zum Glück hat sich hier eine Spreitmaschine. Weil sie wusste, wie dieses Spiel hier funktioniert mit dem Abspeichern Sachen dann. So, und davon jetzt den Weg zurück zur Villa zu finden, das wird ja echt nicht schwer.
Das wird ja wohl nicht schwer. Haben wir alles? Ja, das Fahrrad natürlich noch weg. Brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Okay, jetzt auf zur Villa. Dass ich das mal sage, dass ich das nicht zur Villa will, ey. Wir müssen. Und dann können wir nämlich unten lang, wie ich es nämlich gesagt habe. Weil da hätte noch dieser Ring halt fehlt bei dem. Also das eine hängt ja noch in der Tür drinnen, weil das konnten wir ja nicht. Nein. Aber wer ist denn da jetzt los? Tschüss. Irgendwo muss ich doch dieses Gitter zum Friedhof teilen. Ja, genau hier. Ja. Naja, ja. Komm, chill, renn. Fertig. Und wir sind fast da. Ja, ja, das sind wir. Da ist sie ja schon, die Villa. Die Spencer Mansion. Also der Ausflug hierher war echt nicht so toll. Oder chill. Wo ist denn eigentlich der gute Chris? Das ist natürlich auch noch eine Frage, die man stellen darf. Und jetzt können wir das doch wieder rausholen, oder? Das passt genau in die Einrichtung. Ja, danke. Kleiner Metallobjekt, weil wo wir noch nicht den Ring hatten, hieß es ja nur Metallobjekt. Oh, ich weiß ja gar nicht, wo wir rauskommen. So, hoffentlich ist der Hand da tot. Wir gehen den Weg. Und hier kommen wir ja wenigstens durch, als Chris kann man dann nicht. Also doch kann man glaube schon, aber da braucht man halt auch wieder einen Schlüssel. Für Chill kann man einfach den Dietrich benutzen, was auch echt viel angenehmer ist, aber sowas von ey. So, und da können wir jetzt runter. Boom. Das zweite. Boom. Die beiden Symbole passen genau in die Tür öffnen. Oh ja. Oh. Ja, das ist ja super. Ach, da ist eine Box, okay. Das hat sich dann mal geklärt. Wie wenig ich im Platz habe. Warte, Pistolenschuss hole ich mal. Vielleicht mal die Medaillen. Die müssen ja auch noch zu irgendwas gut sein. Schon seit glaube ich letzten seit vorletzten Part hat und konnten bisher immer noch nicht einsetzen. Naja, das wird ja wohl auch einen Grund haben. Also wahrscheinlich sind immer da unten. Der Treffer ist immer ein Name für den Ort. Tammy Zappen. Okay, wie sieht. Okay, das sieht ganz. Ah ja, der Increment. Nein! 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 Ich will nicht speichern. Ich wollte es ja eigentlich reinziehen.
hab doch gerade erst abgespeichert. Warum sollte man direkt danach nochmal abspeichern? Was geht denn hier runter? Yo! Believe me, I can explain. Don't lie to me. Oh nein. Ah! Wir haben ein größeres Problem, Jill. No time to talk. Jill, hand me my gun. Oh, wir haben eine Option. Ja, wenn ich den Knopf nicht gehe, dann stirbt er. Und ich glaube, dann kann er mir helfen. Ach komm, ich bin tot. Thanks, Jill. Und wir müssen hier diese Dinger runterschieben. Ja, was du da bekommen hast. Wenn man Barry vor Lisa Trevor rettet, also habe ich einen. Ich muss hier weg. Oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Barry, hilf mir. Armes Vieh. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me. Go on ahead. Okay. Ja, natürlich muss ich alleine vorgehen. Ah, ist doch klar. Schon traurig das Ganze, ne? Ich meine, der Vater wurde getötet und als die also er hat halt mit Spencer das Schloss, das die Villa aufgebaut und da wollten halt Frau und Kind wollten dann auch da hin und dann wurden die einfach gefangen genommen, experimentiert, die Mutter ist gestorben und das Kind wurde zu so einem Virus oder zu so einem Mutanten. Es ist so traurig. Hier ist ein Boden in der Form eines Adlers. Na gut, warum nicht? Gut, dass ich sie mitgenommen habe. Und hier wahrscheinlich dann das Wolf-Ding rein, ne? Ja. Oh mein Gott. Ja. So geht's natürlich auch. Dann steigen wir hinunter oder laufen hinunter. Und jetzt steigen wir hinunter mit dem Aufzug. Boah, das sieht so krass aus, ne? Diese Türanimationen. In die Höhle des Löwen. Ich bin mal im Labor, weil ich habe natürlich die Trophäen angeguckt, denn das war wahrscheinlich schon im Labor. Oh, geil. Da freue ich mich doch lieber. Und so kann man auch die Münzen weg. So haben wir natürlich auch wieder zwei Platz im Inventar. Das ist doch wunderschön. Und da liegen sogar noch Ingribbin. Sehe ich gerade. Also.
passt ja alles, wenn ich jetzt hier abspeichere. Dann geht ja nichts verloren. Laboreingang. Ja. Cool, cool, cool. Und mal wieder haben wir 32 von diesen Ingribbeln. Ich habe mich tatsächlich über die aufgeregt, aber man kommt hier ja ziemlich häufig. Habe ich einfach nur beim Chris, habe ich einfach nur zu oft abgespeichert. Weil man bekommt ja echt oft. Muss ich nur noch ein paar Sachen mitnehmen, weil wir haben hier noch eine Waffe, die wir nie benutzt haben. Irgendwo hier drinne. Der Magnum Revolver. Und die sollen richtig reinhauen. Und deswegen nehmen wir die jetzt mal mit für den letzten Teil des Spiels. Ach, Tag. Ach, guten Morgen, du kommst auch noch her. Hätte ich fast mich gekriegt, ey. Obwohl ich weiß nicht, ob man die braucht, wenn ich kann ich sie ja noch mal mitnehmen. Und zwar braucht sie ja nur Platz im Inventar. Man kann ja eh nichts wegwerfen. Also wenn du was hast, musst du warten, bis du eine Inventarbox dazu findest, damit du das auch wieder zurücklegen kannst. Das ist auch ein bisschen Kölke. Bitte hilf. Sie sollten noch nicht heraus. Ich bin fertig mit ihnen. Doch verdammt. Da kommt ja der Freund von ihr. Wo laufe ich gerade hin? Moment mal, ich habe gerade voll vergessen, wo ich gerade überhaupt bin. Oh. Ist ja schade drum, ne? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hinlauf. Hier lang? Dann gehe ich halt hier lang. Okay, gut, hier geht's rein. Da geht es rein. Röntgenbild. Noch ein Röntgenbild. Meme auf dem Notizbücher, ihre auf dem Notizblock, die gekritzelt zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die nach alphabetisch geordnet sein. Mal gucken, was steht hier? A. Wir haben gerade eine mit C. Und ja, okay. Warte. Ich glaube, das hier muss ja hin. Nein, ich meinte doch nicht mal das. Ah, doch, 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 das meinte ich. Die gute Klar. Nein! Was ist da? Du musst dieses hier ran. Doch, eben schon. Wow. Gail Holland. Hä? Seltsam. Ist hier vielleicht noch was? Ich das Forscher nach der Juni 1998. Peter, da hat er damals in der Zukunft gespielt. Meine liebe Ada. Ada? Wie diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstandes. Bla 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 bla. Ada? John Ada, ja. Hell? Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot. Ja, wir haben es kapiert. Was jetzt? Soll ich dann auch sagen, dann beende ich den Part, bevor das zu lange wird. Dann lassen wir es einfach mal so stehen und machen dann beim nächsten Part weiter. Jetzt renne ich nochmal zurück zur Schreibmaschine. Um dort nämlich ganz toll abzuspeichern.
Ja, da sind wir hergekommen, genau, richtig. Richtig. Und dann hier lang. Und danach. Ist auf jeden Fall im Labor und das ist sehr toll. Haben wir es bald geschafft. Aber ich glaube, der Part geht auch schon lang. Oh, bro, bin ich blöd. Das war mein Schatten. Aber habt ihr gerade auch den Schatten gesehen? Ja, das war meiner. Das wusste ich nicht. Ich dachte, vielleicht ist ein Crimson Head. Ja, und wenn man die Kamera nicht drehen kann, es tut mir leid. Dann weiß man das auch nicht so genau. Ich hört ja gar nicht die Serie Musik. Bin ich mich auch nicht sicher. Eine Schreibmaschine. Wie die da noch im Rennen, in der Rennanimation da einfach stehen bleibt. Das ist schwitzig, okay. Speichern beendet. Dann würde ich sagen, ciao und wir sehen uns im nächsten Part von Resident Evil.